Österreicher sind Biergenießer. In Europa konsumieren nur noch unsere tschechischen Nachbarn pro Kopf mehr von dem beliebten Hopfen- und Malzgetränk. Bier gehört hierzulande zur heimischen Wirtshauskultur. Bierpapst Konrad Seidel präsentierte am Badeschiff im Wiener Donaukanal die nunmehr 16. Ausgabe des Bierguides. Mehr als 1200 Lokale werden in der aktuellen Ausgabe dieses Reiseführers in der Tradition des Good Beer Guide vorgestellt. Es war für ihn ein hartes Stück Arbeit, diesen Guide fertigzustellen. Es war ein hartes Stück für meine Leber, weil ich musste mich natürlich durch sehr, sehr viele Bierlokale durchkosten, sehr viele Biere verkosten. Wir haben ja wieder einige Biere des Jahres ausgesucht, aber es hat auch Spaß gemacht. Und das Lustige ist, am Schluss bleibt man immer noch durstig. Prost! Wo findet man also die besten Bierlokale Österreichs? Die besten 1200 Bierlokale sind im Bierguide drin. Sie sind auch bewertet und es ist natürlich ein bisschen auch Geschmackssache, weil jemand, der gerne ein Pilsen-Urquell trinkt, wird vielleicht jetzt nicht unbedingt in ein Lokal gehen, wo man ausschließlich Weißbier trinken kann. Aber es gibt ja eben 1200, da kann er sagen, er hat 1199 andere Lokale, wo er sie auch noch durchtrinken könnte. Eines davon befindet sich im Wiener Prater. Es ist der sogenannte Gastgarten der Wiener, das Schweizer Haus. Welche Biersorten werden in diesem Traditionslokal angeboten? Ja, das Budweiser ist jetzt seit bald 100 Jahren dort. Es ist ein Christkirchner dort, es ist ein Otterkringer Rotes Zwickel, es ist ein Clausthaler Alkoholfreies und ein Paulaner Weißbier vom Fass. Und dann gibt es etliche Flaschenbiere. Begeben wir uns stromaufwärts in die oberösterreichische Landeshauptstadt Linz, wo im Casino Linz das 13. Bierfest abgehalten wurde. Ich liebe Bier und das Verkosten ist ein Traum einfach, weil es ja eine große Vielfalt da ist. Und ich glaube einfach, dass es immer wichtiger wird, dass auch die Regionalität in einem Ort, besser gesagt in einer Region, hochgeschrieben wird und nicht nur die ganz Großen da sind. Man kann beobachten, dass dieses Jahr in die österreichische Biergeschichte eingehen wird, indem sich das Craft-Bier durchgesetzt hat. Handwerklich gebraute Biere hat es in Österreich immer schon gegeben, aber nie in solcher Vielfalt wie heute. Nie in einem so kreativen Wettstreit zwischen Neuem und Altbekannten, zwischen heimischer Szene und internationaler Herausforderung. Inzwischen gibt es aber tausende Bierfreunde in ganz Österreich, die spezielle Biere suchen und für den besonderen Genuss auch bereit sind, etwas mehr Geld auszugeben. Bei diesem Event wurden die besten Bierwirte aus allen österreichischen Bundesländern ausgezeichnet, die sich besonders für die heimische Bierkultur und Bierkulinarik sowie Biervielfalt engagieren. Es gibt 1 bis 5 Krügerlwirte, wobei das Hofbräuhaus 3 Krügerl hätte. Ein Krügerl bedeutet überdurchschnittliche Leistung, 3 muss man gesehen haben, wenn man in der Stadt oder in der Gegend ist, 5 ist internationale Spitze. Ja, die neuen Trends, nachdem ich sie von Anfang an verfolgt habe und schon seit 25 Jahren Bierkulinarik mache, was noch steinig war, sehe ich mit Riesenfreude, dass die Angebotspalette im Bierbereich jetzt steigt und dem Konsumenten einfach wirklich also jetzt Genussfreuden offen stehen, mit denen vorher noch keiner gerechnet hat. Zum Bierrestaurant des Jahres wurde das Badeschiff im Wiener Donaukanal erkoren, also das schwimmende Lokal, wo der Bierguide 2015 erstmals vorgestellt wurde.